Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Horst Age. Nur nicht ganz alleine, ihr seht das schon, da liegt noch jemand rum. Hallo! Hi! Hallo! Ich habe jemanden gefunden, der mit mir aufnehmen will, das ist total geil. Jetzt gibt es nur ein Problem. Ich erkläre das mal ganz kurz, meine Freunde. Wir wollten bei meinem Spielstand weiter aufnehmen, aber das Problem war, er konnte L nicht drücken und jedes Mal, wenn er irgendwas in die Hand bekommen hat, egal was es war, wurde er sofort gedroppt. Also habe ich jetzt einen richtigen Server aufgemacht und wir müssen leider Gottes bei Null anfangen, weil sobald ich die Weltdatei von mir nehme und das rein kopiere, fängt das wieder an, dann kann er... Ups. Ah, Entschuldigung! Aua! Also ihr versteht, es ist echt scheiße. Aber so weit war ich ja noch gar nicht, ne? Dann können wir jetzt eigentlich, ja. Nee, das kriegen wir hin. So, verstanden hattest du ja schon, worum es geht, ne? Ja. Also wir müssen L drücken und alles, was hier ist, müssen wir machen. Und jetzt fangen wir halt wieder bei 0 an. Mit Fibrus. Warum ist der 1 von 2 bei mir? Das verstehe ich nicht. So, jetzt. Jetzt habe ich es schon direkt freigeschaltet. Genau, machst du das auch? Dann müssen wir mal Stickies in die Hand nehmen. Da sind direkt 6. Junge. Also die Stöcker und die Steine, die brauchen wir. Da brauchen wir einiges von, ne? Okay, dann sammle ich die mal. Ja, da müssen wir an. Für den Anfang ist wichtig. Oh, guck mal, da hinten ist voll die hübsche Insel direkt. Oh ja, stimmt, ja. Oh, lass da mal hin. Ja, guck mal, wie es hier aussieht. Weil das war im ersten Teil, bin ich extrem viel rumgelaufen, um zu gucken, ne? Was es so gibt. Und da habe ich gesehen, es gibt auch viele Dörfer und alles. Aber, oh, da kann man viel Zeit mit verbrennen. Das glaub mir mal. Oh, guck mal, schöner Anglerteich. Oh, hier sind auch Beerenbüsche. Praktisch. Was? Bierfische? Bierfische. Nein, keine Bierfische. Bärenbüsche. So, guck. So. Hey, hör mal, da sind ganz viele. Das ist sehr praktisch. Können wir direkt mitnehmen. Ich habe uns direkt mal so Fire-Stickies gemacht. Ja, perfekt. Das war, oh, das war ein Krampf, bis ich das raus hatte, ne? Wie das funktioniert. So. Okay, warte mal, ich gebe dir 2. Ich kann dir auch mal ein paar Bärchen geben. Dankeschön. Ach so, wenn du mal, pass auf, hier, jetzt sind so Sachen, ne? Drück mal E und dann geh mal, ist da eine Karotte, siehst du das? Ja. Drück da mal drauf. Genau, wir müssen also auch drauf achten, was wir essen. Oh, hier ist direkt eine Höhle. Hör mal, das ist gut hier. Das ist ein guter Startpunkt. Lass uns mal hier bleiben. Wieder Glück gehabt. Das ist also wirklich ein schöner Startpunkt, nicht weit weg vom ursprünglichen Spawn. Sehr schön. Pass auf, dann pflanze ich mal hier gleich die Büsche an. Ja, wie funktioniert das mit den Fire-Stickies? In die eine Hand, also musst links und rechts, genau, machst du alles richtig. Gedrückt halten. Achso, warte. Genau. Oh. Ja. Du hast Feuer gemacht. Ich habe unsere Welt angezündet. Ja, ich mach nichts, das geht gleich aus. Siehst du den Raucheffekt, der ist toll, ne? Der ist echt cool, ja. Ja, also wie gesagt, Leute, es tut mir leid, wir müssen jetzt von vorne anfangen, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Da bin ich jetzt aber tatkräftig auch als Unterstützung jemanden dabei, immerhin. So, wir müssen ein Mesh machen, damit wir Flints machen können. Ja, ich mach das immer so, ich guck, gebe dann auf E, gebe ich dann zum Beispiel Mesh ein und dann weiß ich das Rezept. Verstehst du? Ist eigentlich immer ganz einfach dann. So, dann sehe ich, aha, ich brauche noch Plant Twine. 2 Stück. Da müssen wir jetzt ein bisschen buddeln dafür, das ist halt das Problem, ne? Guck, Bums, Bums. Ja, Mesh ist fertig. Ah, siehst du, da müssen wir keine 2 machen. Jetzt brauchen wir Kies und den musst du durch Smash jagen. Dann haben wir Flint. Wir mal gucken, wo wir das finden. Kompliziert. Ja, ja, das ist hier ein bisschen was anders gemacht. Also, ich find's geil, weil es halt ein bisschen was anderes ist als das normale, ne? Da hinten ist, guck mal, da ist Kies. Da hinten. Auf der anderen Seite. Oh, hier ist auch direkt Essen. Ja. Wir haben Potatoes. Und wenn du Glück hast, findest du Fische. Jetzt müssen wir mal Kies finden. Das ist kein Kies. Gibt's das nicht irgendwie unter Wasser? Vielleicht müssen wir da tauchen. Auch. Gehen? Auch, gibt's auch unter Wasser. Wie gesagt, hier sind überall Fische. Mach mal einen Tauchgang. Mach du mal. Ich suche gerade auf der anderen Weise noch. Also, boah, das letzte Mal hatte ich direkt Kies gefunden. Das ist mega, mega anstrengend. Das ist kacke. Das ist perfekt. Hast du? Wie viel brauchen wir davon? Einiges. Wir brauchen einige Flints. Gut, dann halte ich mal die Luft an. Halt mal die Luft an. Ich würde ja sagen, ich baue eine Schaufel, aber so einfach ist das nicht. Ich gucke einfach nur mal in eine andere Richtung. Ob ich da noch irgendwo Kies finde. Oh, hier sind auch noch ganz viele Bärenbüsche. Warte mal, die nehme ich auch mit. Das wird direkt Essen haben. Leider bringen Bärenbüsche nicht so viel. Ist ja klar irgendwie, ne? Perfekt. Ich glaube, ich habe 1 oder 2 gefunden. Oh, hier ist direkt ein Wolf. Bei Wölfen musst du aufpassen, ne? Nicht so freundliche Artgenossen. Die sind eher Arschlöcher. So, ich habe jetzt schon mal 5 Kies. Sehr gut. Ja, dann komm mal damit zurück. Ich nehme mal den einen hier mit. So wenigstens einen. Ja, yeah, ich hab was dazu beigetragen. Praktisch ist, die gehen manchmal angeln, die Wölfe, und dann schwimmen die ganzen toten Fische oben. Dann kann man die einfach einsammeln, ja.
bin wieder in unserem Lager. Ja, wie muss ich das Mesh jetzt auf dem Boden platzieren? Du musst das, glaube ich, im Inventar machen. Warte, ich guck mal. Ja, muss ich. Genau. Und jetzt kriegst du Flint raus. Und mir kannst du das Mesh mal droppen, weil ich das auch als Achievement habe. Ich muss das auch noch einmal benutzen. Oder haben. Ich weiß nicht, ob ich es benutzen oder haben muss. Warte mal. Ah, einfach nur haben, das reicht. Und jetzt muss ich einen Flint haben. Das geht ja ganz einfach. Da brauchen wir aber noch so eine komische Flaked Flint. Das ist ganz einfach, Flake Flint zu machen. Und zwar, Left-Click Flint, Hard Rock. Du musst hier genau, irgendwo Stein. Ist hier irgendwo Stein. Und dann immer einmal drücken. Also nicht gedrückt halten, so einmal immer, so. Okay. Hast du gesehen? Genau, richtig. Krass. Ich sag dir, das ist alles anders hier, ne? Das ist heftig. Das ist echt voll cool. Ich finde das richtig geil gemacht. So, und jetzt sind wir schon ein ganz Stück weiter. Wir müssen uns jetzt eine Hatchet bauen. So, die ist aber ganz einfach, soweit ich weiß. Gibst du einfach ein Hatchet. Ich kann auch einfach uns zwei eine bauen. Ich brauche die Twines. Hast du noch Twines? Warte, ich mach dir kurz Twines. Ah, ich kann auch selber machen, warte mal. Du weißt, dass wenn du was gedrückt hältst, ne? Du hast, wenn du bei einem Rezept hast, du dort das Plus. Da steht Move Items, ne? Mhm. Wenn du dabei Shift gedrückt hältst, move der alle Items. Ah, das ist ja praktisch, cool. Genau, so habe ich jetzt zum Beispiel direkt zwei von denen gemacht. Geil. Ah. So, und jetzt pass auf, jetzt suchen wir uns mal einen schicken Baum. Die hier, die sind praktisch. Und jetzt erst können wir Holz abfarmen. Das ging vorher nicht. Das geht erst hiermit. Okay, das hier sind irgendwelche komischen Bäume. Ich baue die trotzdem ab. Ja, wir nehmen die mal. Brauchen wir so einen komischen... Ich glaube, du baust gerade Dings ab, oder? Ja, Oliven. Da sind auch Oliven dran als Frucht. Okay, die können wir auch brauchen. Ja. Oh, ich werde dunkel. Ich habe den Chopping-Block direkt gemacht. Ja, der Chopping-Block, den brauchst du, damit du daraus anderes Holz machen kannst. Genau. Hast du schon gesehen, wie das geht? Na, warte. Ich probiere also, das mal aus. Genau, leg die mal hin. Jetzt einmal drücken immer so, ne? So wie bei, wenn du denkst, so immer so einmal drauf machen. Wieso wirft er jetzt die immer weg? Du musst immer so mehrmals draufhauen. Warte, ich hau mehrmals drauf. Nee, so bis halt Bretter sind, ne? So. Ah, perfekt. Huch, da hab ich schon wieder getan. Ich muss erst das Hatchet machen. Muss ich das vielleicht selber craften? Ich hab das auch und ich kenne dieses Item nicht. Du hast aber schon einen Chopping-Block gemacht, oder? Ja. Hä, warum kennst du denn dann Holzbretter nicht? Das verstehe ich auch nicht. Also vielleicht dürfen wir die noch nicht kennen. Nehmen wir das mal mit und stecken das mal, gehen wir hier mal vorne hin und bauen hier mal so ein bisschen uns auf, würde ich sagen. Weil es immer so laut. Hauptsache, das ist laut, ne? Rest vom Spiel ist leise. Das ist am Anfang ein bisschen doof. Nein! Lauf mal weg, lauf weg! Hallo? Was war denn jetzt? Warum bist du stehen geblieben? Jetzt hast du ein Loch gemacht. Ja, in dem Loch kann ich wohnen. Okay, komm, lass mal eine Runde hier pennen. Das war alles geplant. Oh oh. Guck mal, jetzt können wir hier ein Dach drüber bauen. Oh oh. Mach ich jetzt ein Dreckloch. Okay, komm, wir gehen mal eine Runde pennen. Komm runter. Gute Nacht. Nein. Joe, guten Morgen. Ach, du bist schon wach? Hör mal. Ja, ich war schon arbeiten, ich bin fleißig. Ja, genau. Wo geht's denn jetzt eigentlich weiter? War immer schön hier weiter. Einen Shopping-Block muss ich mir auch noch machen. Oder du musst ihn mir einmal droppen. Nimm den einfach mal. Genau. Gib mir den einfach mal. Ja, reicht. Das reicht, damit es freigeschaltet wird, siehst du? Und jetzt müssen wir so... Kannst du jetzt Holz aufsammeln? Nein, das hat nämlich damit nichts zu tun. Also ich lasse das einfach oben im Inventar, dann droppe ich das nicht mehr, weißt du? Okay. Also man droppt das ja erst, wenn man das irgendwie runternimmt. So, und jetzt müssen wir so einen Stump bauen. Aber da reicht ja einer, so ein Stump, ne? Mhm. So, wie mache ich jetzt nochmal so einen... Stump. Und so... Hier. Yay! So, jetzt kannst du den hier platzieren. Ja, ja. Guck mal, was du alles bekommen hast. Ja. Platzier den mal hier. Nee, ja, okay. Guck mal, da ist ein Loch, ne? Und das Loch ist vorne. Das musst du dir merken. Das ist wichtig. Okay. Das ist wichtig, dass das Loch vorne ist. Und jetzt nehmen wir mal einen Crafting-Rock. Den kann man ganz einfach machen. Und jetzt brauchen wir den. Den brauchen wir immer, um was herzustellen. Deswegen lege ich den da jetzt rein, dass wir den nicht verlieren. Verstehst du? Ja. Genau. Und jetzt kommen die ganzen interessanten Sachen. Ich weiß nicht, ob man jetzt Holz behalten kann. Ja, jetzt kann man auch Holz behalten. Jetzt geht das Holz auch nicht mehr weg. Jetzt schon ein ganzes Stückchen weiter. Fortschritt der Technik. Und einfach immer, wir müssen jetzt eigentlich nur dieser Dings nachfolgen, ne? Zum Beispiel können wir jetzt eine Flint-Pickaxe machen. Damit wir Stein abbauen können. Genau, richtig. Und dann normale Pickaxe wird genauso gebaut wie die, wie eine normale Pickaxe halt, ne? Ja, wir sollten uns vielleicht mal eine Kiste auch bauen. Ja, hast du die Kiste mal gesehen? Die sind scheiße. Nein, ernsthaft. Aber die sehen gut aus.
Nein, nein, die sind scheiße. Ich mach mal schnell eine, dann siehst du das mal. Richtig Holzhacken. So bekommt man übrigens auch Stickies, ne? Wenn du da einen anderen Holzblock drauf setzt, dann kriegst du Stickies. So, und ich glaube, das Rezept war dasselbe wie bei einer normalen Kiste. Ich glaube es, zumindest. Oder auch nicht. Nee, war es nicht. Irgendwas mach ich falsch. Doch, ich glaube schon, oder? Nee, nee, sonst würde das jetzt gehen. Chest. Nee, da muss noch ein Rock in die Mitte. Warte, kann ich den auch platzieren? Ja, klar, natürlich einfach in die Mitte. Da ist der Rock. Siehste? Und jetzt packe ich die mal hier hin. Aber wie gesagt, ich mag die Kiste nicht so. Du wirst gleich sehen, warum. Geh da mal weg. Du warst falsch rum. Du musst von hier. Das hier ist vorne. Das ist wichtig. Du musst immer von vorne machen. So, und das ist die Kiste. Und am Anfang sieht das vielleicht alles ganz geil aus. Aber wenn du dann mal merkst, dass du immer die Sachen so, wie ich jetzt platzieren musst, so, und das ist, ich finde das doof. Weißt du, was ich meine? Es sieht gut aus, aber es ist kacke. Ja, es sieht vielleicht gut aus, aber scheiße ist es trotzdem. So, ich pflanze mal ein, zwei Bäumchen an, dass wir nachher nochmal Holz haben. So, wo ist denn der Crafty Rock? Da. Ich kann hier aber noch einen reinlegen. Ich habe irgendwie zwei. jetzt ist fertig. Nein, das wollte ich da nicht. Okay. Ich habe jetzt die Spitzhacke. Ja, schmeiß mir die mal hin, dann muss ich die nicht selber machen. Perfekt. Jetzt sind wir eigentlich schon wieder fast so weit wie du damals, oder? Nee, nee, ich war schon noch ein Stückchen weiter. Mit Stein können wir jetzt die anderen Werkzeuge bauen. Mit einem, und Feuer vor allem. Ein Campfire ist auch ganz praktisch. Wir haben ja noch nichts zu essen zum Beispiel, ne? So, Fire Pit hieß das Ding. So ein Fire Pit kann man zum Beispiel auch nur da bauen. Also hier. Oh, habe ich keine Steine mehr? Doch. Okay, da brauchen wir so ein Plant-Twine-Stein. Ach so, machst so, du hier. So, hier. Da, da. Genau. Okay, und jetzt kannst du das mal hier irgendwo hin platzieren. Super. Und jetzt haben wir ein Campfeuer. Können wir da jetzt mit Fire-Stickies das anzünden? Das ist viel einfacher. Du musst einfach nur was reinlegen, was brennt. Oh, wow. Da kann ich jetzt zum Beispiel Kartoffel reinpacken. Oh, dann gibt's gleich gebratene Kartoffeln. Ja. So, und jetzt brennt das. Und dann hast du gebratene Kartoffeln irgendwann. Ja, ist ja eine relativ einfache Geschichte im Gegensatz zu dem anderen Zeug. Ich sag mal, wenn man das Modpack verstanden hat, ist das eigentlich auch geil. Ja. Muss halt nur verstehen, ne? Jetzt guck, ist fertig. Genau, jetzt ist fertig. Jetzt können wir direkt die nächste reinmachen. Und dann kannst du einfach immer wieder mit Holz füttern. Also das geht ganz gut eigentlich. Müssen wir mal gucken, was brauchen wir eigentlich dann als nächstes? Ich baue jetzt einfach, also Hot Grill braucht man nicht unbedingt, das können wir später machen. Wir können jetzt mal diese Working for the Weekend, ne, diese Sachen bauen. Ein Workblade, wobei ich immer noch nicht weiß, was man damit machen kann. Und ich komme gleich wieder. Ich suche jetzt mal ganz schnell etwas, und zwar Knochen. Meistens, wenn Wölfe Schafe oder so umbringen, bleiben welche liegen. Ist eigentlich immer ganz praktisch. Weil mit den Knochen können wir die ersten Schwerter machen. Oh ja, das könnten wir brauchen. Hier sind Schweine. Also Schwein kann ich schon mal schlachten. Das findest du witzig, ne? Schweine töten. Weltbrötchen. Zwiebelhack. Okay, das sieht jetzt hier eher schlecht aus bei mir, wo ich rumrenne. Dann müssen wir doch erstmal gucken und abwarten. Sieht eher schlecht aus. Wir müssen mal ein bisschen was weiterlaufen, glaube ich. Darf ich das schon haben? Weed? Ja, darf ich. Sehr schön. Wir haben Gras. Wir haben Gras. Hör mal, ich mag das. Gras. So, da bin ich wieder. Ich hab. Guck mal, kannst du die Steak hier rausnehmen? Die Kartoffel. Okay. Scheiße, ist nichts geworden. Warte mal. Warte. Man sieht leider bei dem nicht, ne? Wann das fertig ist. Das ist doof. Da sind die anderen besser. Hör mal, also, Bones machen wir später. Dann bauen wir jetzt erstmal. Du hast die Pickaxe, ne? Mhm. Ja, mal ganz ich hab schon ein bisschen Stein geholt. Oder Stein, genau. Dann bauen wir uns jetzt erstmal. Ah, guck, der ist jetzt fertig. Kannst du das Essen rausholen? Lecker. Ja, baust du oder? Warte. Ach, du baust da den Stein ab. Ich wollte ehrlich gesagt gerade ein bisschen Flint kaputt machen, aber es geht nicht. Doch, einmal immer ganz kurz links. Hast du Flint oder hast du diese Flint-Tits schon? Nee, ich hab Flint. Hä, hey, das müsste eigentlich gehen. Mach hier. Ja, nochmal. Rechtsklick geht nicht. Nein, links. Ah. Links, immer wieder links. Genau, geht doch. Okay. Jetzt erklärt, das erklärt so einiges. Ja. Ein bisschen blöd manchmal. Flap, flap, flap. Ich wollte das Loch hier dann wieder zumachen. Ich mag keine Löcher bei mir im Garten. Das ist mir zu löchrig. Verstehst du? Mhm. Eine ganz andere Erde dann noch. Huch, oh, ist das eingesammelt? Ach so, das Schnitzel war fertig. Hier, guck mal, Schnitzel. Oh, ja, lecker. 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 Schnitzel. So, was ist das? Was wird das? Das ist der Blade, ne? Das Blade, ne? Genau. Genau. So, warte, dann kriegst du das direkt auch mal. Oh, wenn man sneakt, sieht man, wie viel da drin ist. Guck mal in die Kiste, wenn du sneakst. Oh, krass. Als ob. Für was ist dieses Rackblade eigentlich? Ich hab keine Ahnung.
Hör mal, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir haben es, aber ich kann dir nicht sagen, für was das ist. Ich meine, kann man das nicht stacken hier? Ach so, das ist nicht stackable, das sind verschiedene gewesen. Ja, ist wie gesagt, bei solchen, die Kiste finde ich ein bisschen doof. Ich finde das doof gemacht. Vielleicht kriegen wir später die normale Kiste. Ja, ja, kriegst du mal bestimmt, aber jetzt gerade? Oh, Oliven, 31. Weißt du, was will ich mit 31 Oliven? Stickies. Stickies? Habe ich 13. Könnte ich brauchen. Lass doch mal schnell schlafen gehen, Mensch, bevor die Viecher wiederkommen. Kein Bock. Ich höre sie schon. Schnellchen verstecken. Gute Nacht, ne? Ja. So, einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Ha, was mache ich denn hier? Hallo? Kaffeemaschine. Oh, oh, oh. Kaffeemaschine. So, Stickies. Ja, genau. Stickies brauchst du, ne? Stickies. Weil ich mich frage, warum ich ständig irgendwelche scheiß Blumen im Inventar. Ich bin doch nicht vegan. Was soll denn das? Bin ich Simon Unge. Ja, ich über diese vegane Sau, ey, das ist, weiß ich nicht. Ich brauch das nicht. Ich hab dir, glaube ich, das zweite Schnitzel gegeben. Genau, richtig. Wie bei einer normalen, ne? Jetzt sind wir in der Steinzeit. Ja, richtig. So schnell geht das. Was brauchen wir als nächstes? Ein Spearmint, den können wir zwar bauen, aber der ist scheiße. Also, der ist wirklich scheiße. So, und teach a man to farm. So, jetzt ist witzig. Dafür müssen wir ein Dorf finden und da muss uns das einer beibringen. Was? Ja. Wir müssen zu einem NPC und der NPC muss uns beibringen, wie man Farm macht, also Farmland. Wollen wir uns mal auf die Suche begeben, oder? Können wir machen, da haben wir aber noch nicht so viel zu essen dafür, ne? Da müssten wir theoretisch mal ein bisschen an was Vorräte. Gehe ich einfach trotzdem mal fischen. Fischen? Dieses Spearmint. Ja, das geht. Das kannst du machen, aber das ist eklig. Da kannst du eher mit deiner Axt drauf prügeln, als mit einem Spearmint. Ist wirklich so, ist kein Witz. Warte mal. Direkt hier ist doch Wasser, ne? So, hier ist auch Busch, alles voll. Problem ist auch, diese Bären, die bringen dir halt fast nichts, ne? Oh Junge, die sehen gar keine Fische. Da, einer. Schon einen Fisch habe ich. Zwei. Krass. Drei, vier, da kommen sie jetzt. Warte mal. Und die kann man natürlich auch brutzeln. Dafür ist der Grill ganz geil, weißt du? Weil der Grill halt mehrere, aber dann musst du halt auch eine Feuerquelle in der Nähe haben. Okay, ich nehme alles zurück, es dauert ja ewig. Ich habe einen Fisch. Wir müssen erstmal, ich glaube, wir arbeiten erstmal die Dings ab, aber das würde ich in der nächsten Folge dann angehen. Klingt gut, ja. Ja, war hier gerade noch ein Schwein, das wollte ich noch töten. Nee, war noch nicht. So, ja, keine Ahnung, wo bist du denn jetzt? Ich weiß nicht, wo er hingelaufen ist, aber er ist Richtung Fluss. Was passiert? Nehmen wir in der nächsten Folge, sehen wir, wie es weitergeht, meine Freunde. Bewertet mal das Video und sagt, ob ihr das ganz geil findet, so wie die das machen. Tut mir, wie gesagt, leid, dass wir jetzt nochmal von vorne anfangen mussten, aber wir waren ja noch nicht so weit, also dürfte das jetzt keine Probleme geben. Ja, sagt uns Bescheid, ob euch das Ganze gefällt. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss! Tschüss!